Okay, Episoden. Wir spielen jetzt die vierte Episode, und zwar Ironbark Lookout. Ich bin Jack Nelson. Ich hatte einen Minijob als Parkwächter im State Park. Kilometerlange, dichte Wälder, die von der Forstverwaltung verwaltet wurden. Oh, also sowas macht die also? Ist ja krass, die Sommer. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das eine Mal musste ich zu einem anderen Feuerwachturm wegen offizieller Umstände. Es war nur ein kleines Problem für mich, weil ich in meinem Wohnwagen gelebt habe und Reisen geliebt habe. Okay, Setting ist also schon mal, wir sind im Wohnmobil und um uns rum ist überall Wald. Das klingt schon mal sehr, sehr entspannt. Oh, wie cool, wir können selber fahren. Ich liebe es, wenn Spiele eine Hupe haben. Kann ich den auch schon fahren? Okay, 8.02 Uhr am Abend. Meine Güte, ist das düster, ey. Wäre das was für euch, so nachts durch die Gegend zu düsen? Alleine? Muss ich denn hier hin? Ironbark State Park, welcome. Okay, heißt, ich muss hier tatsächlich raus, oder was? Welcome Gate, ja, hallo. Gold Creek Trail. Ah, brennt zumindest Licht. Vielleicht ist ja jemand da. Wir sind ja irgendwie so ein Servicetechniker oder sowas, ne? Boah, war das laut. Ach du Heiliger, hast du mich erschrocken. Ich dachte, du wärst einer von denen. Ich hab dich erschrocken? Okay, wer ist denn einer von denen? Wen meinst du? Wie auch immer. Kann ich bitte deine Erlaubnis sehen? Oh, ich bin kein Camper. Ich bin der neue transferierte Feueraufpasser. Mir wurde gesagt, ich bin der neue transferierte Feueraufpasser. Im Hintergrund läuft jemand. Ist ja creepy. Stimmt das? Ich wusste nicht, dass wir Leute diese Saison einstellen. Warte, lass mich das überprüfen. Okay, Kumpel, du kannst gehen. Du bist bei Feuerturm 11 eingestellt. Ich entschuldige mich für dieses Missverständnis. Ich dachte, der Turm für diese Saison unbesetzt wäre, aber hier sind deine Schlüssel. Dann würde ich sagen, nehmen wir unser Wohnmobil, oder? Also laufen werde ich da ganz bestimmt nicht, oder? Was möchtest du? Möchtest du was von mir? Da du so spät angekommen, brauchst du vielleicht auch diese Taschenlampe für den langen Weg zu deinem Turm. Ich glaube, ich komme da nicht mit dem Auto durch, ne? Ich will es aber testen, Leute. Es tut mir leid, ich will es testen. Oh. Oh, wir kommen hier schon mal durch. Wir stecken fest. Gut, es soll nicht sein, dann laufen wir halt. Warum müssen wir denn nachts ankommen? Ironbark Tower 11. Und Lacey Trail. Wir gehen einfach zu Tower 11. Genau da wollen wir hin. Ich stieg die Stufen zum Turm hinauf. Ey, aber to be honest, ziemlich muckelig. Die Luft der Kabine duftete nach Holz, gab mir ein beruhigendes Gefühl. Ja, voll gut. Hey, sogar PC und alles, voll geil. Hä? Also Essenbeschaffung wird wahrscheinlich etwas schwierig, aber sonst... Gibt's denn hier eigentlich auch... Ich hab doch hier einen Lichtschalter, oder? Aha! All lookouts must follow these rules while occupying this tower. Lights out after 12 PM. Wir hatten noch keine 12, ne? Wir hatten irgendwie kurz nach, oder? Ply drops are handed out every Sunday. Absolutely no guests in the lookout. System password is Ironbark Tower Number. Ah, okay, also 11. Refuel the generator routinely. Update the reporting software routinely. No video games in the system. No! Remember to call your sister station before you sleep. Ah, okay, das ist gut zu wissen. Da müssen wir mal unsere sister station ancallen. Wie mache ich denn jetzt ein Dingsbums? Ironbark 11. Was haben wir denn hier? Ironbark Forestry Service. Herzlich willkommen bei der... Static? Mein Radio-Ding? Static? Hallo? Wer ist da? Du bist wahrscheinlich von Tower 11, ne? Connor, Fire Tower 12. Ah, das hast du gesehen. True, true. Ja, und ich bin jetzt echt müde. Nein. Alles klar, danke. Okay, wir müssen ein Feuerchen noch machen. Wir müssen allgemein noch einiges machen. Wir müssen auch so einen Wetterreport noch machen. Oh mein Gott, das können wir tatsächlich. What the hell? Wir müssen das hier... Wir müssen das wirklich arbeiten? Nein, ich will nicht arbeiten. Es muss irgendwo Holz sein. Wir müssen es nur finden. Und Benzin brauchen wir auch noch.
gar keinen Bock. Okay, Generator ist an, warum auch immer. Okay, Utility Shack. Da haben wir zumindest Holz. Da haben wir auch noch irgendetwas. Okay, noch ein Fernglas. Noch eine Taschenlampe. Gefällt mir gar nicht, hier draußen zu sein, so spät. Wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen. Ich brauche ja nur Holz, ne? Feuerzeug drauf und ab dafür. Bam, du musst es nur anzünden. Ja, das kriegen wir hin. Bam, und... Okay, das funktioniert aber. Hab Feuer gemacht. Ah, I see it. I see the smoke. Nice, ich bin Profi. Was müssen wir denn reporten? Wir müssen hier Service Reporting. Okay, wir müssen die Temperatur... Ja, für Serviceberichte. Ja, 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 das kriegen wir alles in die Ausrüstung. Kriegen wir hin. Okay, wir können hier das Datum auswählen. Hier die Uhrzeit, aber die ist, glaube ich, schon vorausgewählt. Das heißt, wir müssen die Temperatur und den Wind erstmal machen. Dafür haben wir doch hier ein Windomat. Halten wir den einmal nach draußen. 19 Knoten. Gucken wir mal, dass wir das direkt eingeben, bevor ich das nämlich maximal wieder vergessen habe. So, Windspeed. Monster. Ported by... wie heiße ich denn nochmal? Der... Dude aus Tower 11 halt. Ah, oh, das ist... Ach shit, dann bin ich einfach nur der Dude. Das ist doch auch gut. Okay, wir müssen noch die Temperatur und die Weather Condition. Keine Ahnung, wie die Weather Condition ist. Kann ich die Temperatur irgendwo mit messen? Hast du dir gerade angeschaut? Thermostat? Ist hier... Oh, yo, tatsächlich. Temperatur ist 46,3. Okay, 46,3 Fahrenheit. 46,3. Wunderbar. Und dann müssen wir noch die Weather Condition machen. Wie sieht denn die Weather Condition aus? Keine Ahnung. Ist einfach dunkel irgendwie, ne? Ja, cloudy, würde ich sagen, ne? Einfach cloudy. Ist auch windig. Ich war mir nicht sicher, ob ich die richtige Wetterbedingung angegeben hatte. Doch, bin ich mir. Ich war mir nicht... Okay, es ist anscheinend nicht cloud. Okay, dann gucken wir mal, ob es dann Mist ist. Ich war mir nicht sicher, ob ich die richtige Wetterbedingung angegeben habe. Clear? Ah, okay, das war also clear. Tower 12, signing off. You have a good night, new guy. Der ist ja echt nett. Ja, wir haben unseren Wetter-Report gemacht. Wir können es jetzt auch hinratzen, wa? Stumm schlafen. Ja, komm, ich mach das Licht aber aus, oder? Einen Scheiß werde ich machen. Ich schlaf bei Licht. Natürlich werde ich das. Das soll clear sein? Ja, keine Ahnung. Cloudy with chances of meatballs. Um 3:30 morgens? Bitte, was? Es ist 3:30 morgens, Bruder. Mach doch nicht diesen. Lass mal kurz Licht anmachen. Static. Kann er? Gehe ich halt pinkeln. Leertaste zum Pinkeln. Wait, what? So geht's auch. La-da-da-di! La-da-da-da! Die Wanderer. Tja, bisschen Erfrischung muss sein. Nacht 2. Oh, es gibt nur dich und den Wind und die Zeit schmilzt einfach dahin. Nun gönnen wir uns doch mal ein Schlückchen, oder? Ach, wie schön. Da hinten ist wahrscheinlich dann Connor, ne? Ist schon nett irgendwie. Also tagsüber gönnen wir uns mal noch ein Schlückchen. Tagsüber ist schön. Ein Foto machen. Oh ja. Oh, das sieht cool aus mit dem Tower da noch links mit dem Frame. So ein bisschen mehr Landschaft vom See vielleicht noch so. Wunderschön. Da, 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 da. Huch. Höre, Connor, wie geht's? Scheißkerl. Entschuldigung. Okay, aber ich so nicht meine Schuld. Zeig mal her. Tatsächlich. Okay, hast du noch irgendein Detail? Okay. Natürlich. Over and out. Okay, Bärenspray nehmen wir mit. Okay, Lazy Trail müssen wir folgen. Lazy Trail war das hier, ne? 95% safe. Lazy Trail. Na gut. Bären. Ah, egal. Ich mach es nicht vorher schon. Ja, das kann leer gehen. Ich folgte dem Pfad, der mich zum Rauch führte. Hallo?
Es wird wieder Zeit für einen Jumpscare, Leute. Macht euch bereit. Buh! 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 Keiner da. Und nu? Das Gebiet hinter diesem Ort war gesperrt. Ja, aber da war Gepfeife. Da war doch jemand. Und hier hat vorhin jemand geschrien. Meine Hände waren voll. Achso, ich muss das Feuer ausmachen, ne? Okay. Ich muss Wasser besorgen. Okay. Weiß mal die Lichtquelle hier aus. Die Scheiße. Weg mit dir. Ach, okay. Ich wollte schon sagen, noch eine Brause oder was? Nehmen wir schnell wieder unser Bärenspray. Und nu? Mache ich jetzt einfach das Feuer aus und gehe wieder oder was? Keiner da. Alles gut. Wir gehen wieder. Tschüss. Hat mich gefreut. War nett mit euch. Mitten in der Nacht. Keiner da im Camp. Nicht mein Scheiß. Na gut, dann melden wir jetzt erstmal zu Connor zurück, dass da oben, ich meine da vorne, ein Feuer war. Wir haben mit keinem gesprochen. Die werden das Feuer wahrscheinlich jetzt gleich auch wieder anmachen. Aber wir haben es, für den Moment haben wir es tatsächlich eliminiert. Aber sehr, sehr schöner Campplatz. Connor, wenn wir mal campen wollen, lass mal dahin. Connor, hörst du mich? Hey Connor, hörst du mich? Hast du irgendwas anderes in den Wäldern mitbekommen? Ja, ich habe einen Schrei gehört. Den würde ich ganz gerne erwähnen. Es, ja, ich wollte gerade sagen, es war aber ein männlicher Schrei. Tree, sind Kinder verschwunden? Over and out. Wir können jetzt eigentlich noch ein bisschen pennen, ne? Wir haben 8 Uhr abends. Oder ist das jetzt schon der neue Tag? Oh mein Gott, Nachrichten. Kay, was hast du denn? Oh mein Gott. Oh, geil. Ich bin so neidisch auf diesen Ausblick. By the way, die das an welcher Anblick ich... Oh, einfach richtig lecker Auslauf. Mom hat denselben Auflauf heute gemacht. Oh, wir haben kein Netz anscheinend. Sich dieses Foto anzuschauen, macht mich echt hungrig. Weißt du was? Ich werde das Rezept einfach jetzt austesten. Ich will jetzt nicht kochen. Ich will... Och nö, ich muss kochen. Zu diesem Zeitpunkt war ich am Verhungern. Ich muss die Zutaten für Kaylees Rezept besorgen. Och nö. Dann gucken wir mal. Anguckt Pasta haben wir rein. Mariana Sauce, Pepperoni. Okay, haben wir denn sowas? Wo ich kann... Ach, aha. Da haben wir langsam. Und da. Oh, ich kann mich wieder hinstellen. So, dann haben wir die Soße. Dann brauchen wir noch Pepperoni. Kühlschrank. Meine Güte. Ich vergesse, dass es sowas hier gibt. Oh, man kann aber hier gar nichts erkennen, to be honest. Nee, die will ich nicht. Geh mal. Was haben wir hier? Da, die brauchen wir auch. Die Diced Tomatoes. Schnelle Tomaten, wunderbar. So, Pepperoni. Wo sind sie denn hier? Bist du Pepperoni? Du bist keine Pepperoni. Bist du Pepperoni? Du bist keine Pepperoni. Bist du Pepperoni? Pepperoni! Hell yeah, also Salami. Okay, und ich glaube, das war's, oder? Mozzarella Cheese, natürlich, der Käse. Wie konnte ich ihn vergessen? Käse. Brrr. Brrr wollen wir nicht. Auf Wiedersehen, brrr. Mozzarella Cheese. Ah, yes. Ah, yes. Gönnen wir uns. Ich glaube, das war alles, ne? Das nehmen. In den Ofen. Zu. Und was war das? 420 Degrees, 35 bis 40 Minuten. Kann ich sowieso nichts einstellen, also hoffen wir einfach mal. Ich würde sagen, wir gönnen der Natur einfach nochmal eine Cola. Und. Ich war gerade dabei. Ich mach den Report, natürlich. Wir müssen einmal jetzt alles eingeben, oh je. Während unser lecker Essen macht. Hm, was ist denn die Temperatur? 47, das ist schön. Dann können wir das hier schon mal eintippen. Vielleicht sollte ich mir ein paar Sachen merken. So, Temperatur ist... Ey, geh mir auf Eier. 47. Okay, der Windspeed brauchen wir noch. Numbers of Hikers Assisted. Wir haben gar keinem geholfen. So, Windgeschwindigkeit. Oh, geht gut ab. 18 Knoten. Dann ist es cloudy. Das ist richtig dann gewesen. Okay. Aha. Ich erinnerte mich nur an den Geruch von frischem, brutzelnden Käse. Och, hör mir doch auf. Ich aß gerne am Bett. Ja, direkt aus der Schale, oder was? Dann essen wir mal am Bett. Der ist echt einfach aus der Schale. Einfach... Okay, dann können wir die ja einfach mal in den Kühlschrank tun, ne? Und rein ins Bett. Jawohl, jetzt darf er pufen. Ja, natürlich. 2.30 Uhr in der Früh. Ich wurde von dem Gefühl geweckt. Was ist denn das denn?
Ich will jetzt nicht aufstehen, einfach liegen bleiben. Wo bist du? Okay, dann rennen wir jetzt wohl mal nicht in die Arme. Was haltet ihr denn davon? Ja, da vorne ist wieder jemand. Wir stehen mal auf. Die Nacht hatte etwas Seltsames an sich. Guck mal, da vorne läuft er. Ich will einfach wieder schlafen gehen, okay? Oh, zum Verstecken. Oh! Leertaste. Warum schlägt denn mein Mikro die ganze Zeit aus? Kannst du bitte aufhören, Klavier zu spielen? Hier ist keiner. Hier brennt zwar Feuer und es Licht an, aber sonst ist hier keiner da. Ich wusste nicht, was ich im Moment damit anfangen sollte. Aber nett, hat mir ein Geschenk dagelassen. Wir gehen wieder. Das einzig Logische, an das ich denken konnte, war, dass ich es nicht rechtzeitig lesen konnte. Ich muss mit Connor sprechen. Okay. Connor, da hat jemand ein Geschenk bei mir hinterlassen an der Tür. Connor, hörst du mich? Ich muss mit dir reden, das ist wichtig. Hallo? Da ist etwas vor meiner Tür. Ja. Schädel erwähnen. Aha, Mali war die Dame, die vor uns hier war, oder? Ich glaube nicht, dass das Kinder sind, die rumalbern. Vor allem so ein Kopf mit Kerzen und sowas, das wäre... Das fühlt sich wie ein richtiges Ritual an. Ja... Das unterstreicht eigentlich meinen Punkt. Es ist ein Streich der Kinder. Wir sind da mitten von nirgendwo. Da ist ja ganz klar, dass die dann nur Kinder sind, oder? Hä? Okay, der sieht also... Der schickt morgen jemand rum zu mir. Ist nett. Ich kann die Tür abschließen? Okay. Sorry, dass ich gestört habe. Aber es gab sonst nicht viel, was ich im Dunkeln hätte tun können. Ich kann die Tür abschließen? Ich kann die Tür nicht abschließen. Ha! Ha! Nee. Nee. Na, gehen wir wieder pufen. Was soll der Geiz? Nacht 3. Wir haben schon wieder 8.34 Uhr abends. Was mache ich denn den ganzen Tag? Halten zum Reinigen. Oh. Au. Oh. Die Scheiße hier reinigen, ey. Ist ja wirklich voll sauig hier, der Lachs. Wow. Da war irgendein rotes Signal-Dings. Connor? Connor, ich kann nichts alleine. Kannst du mir bitte kurz sagen, ich habe da was gesehen? Is anyone there? I need help. Woher hast du unsere Frequenz? Please, someone answer. Ja, ich bin da. Hallo? Hallo? Ja, hier ist Jack, Turm 11. Thank goodness. I'm lost and I'm really starting to freak out. Erinnern Sie sich an irgendwelche Orientierungspunkte? I remember passing a small stream earlier. Okay, in welche Richtung schauen Sie gerade? I'm walking towards west right now, because I remember walking east when I came here. Das macht Sinn, ja. Oh, thank goodness. I see it. Was sehen Sie? I'm at a trail intersection now, but I can't remember if I should take the right trail or the left to get back to the trailhead. Can you help me? Ich hätte jetzt auch einfach gesagt, einfach rechts, einfach weil ich keine Lust habe, mich hier zurechtzufinden, to be honest. Wisst ihr, wie ihr euch hier zurechtfinden könnt? Ich bin so lost hier. Ich hab doch kaum Anhaltspunkte, außer dass er an einem freaking See ist. Und dass er nach Osten vorher gegangen ist und jetzt nach Westen geht. Das ist so... Das heißt, irgendwie so, ach, keine Ahnung, er soll einfach rechts gehen, Bruder. Er soll einfach rechts gehen, weiß ich nicht. Can you help me? Rechts. I'm going to be honest. I had my suspicions on the left trail, but if you say so... Right one it is.
Der Recht ist richtig. Gerne. Im Dunkeln Entscheidungen zu treffen kann schwierig sein. Ich hoffe, Sie erreichen nun sicher den Ausgangspunkt. Ich hoffe, wie allen Leuten, denen ich in Real Life den Weg erklärt habe. Ich hoffe, du findest den Weg. Ey, Bruder. I'm right here. Was? I hear you. I hear your whistles. Das bin ich nicht. What? I see you behind the trees to my right. Ich bin das nicht. You're freaking me out. Ich will da nicht. Nö, wir bleiben einfach. Soll doch reinkommen. Okay, das sah aus wie der Park Ranger, to be honest. Wir machen mal auf. Ich sollte nach dir sehen und klopfen, schon seit Stunden. Was hast du gemacht, Kumpel? Ich habe einem verwirrten Wanderer geholfen. Warum ist das hier gelb? Warum ist das gelb? Heißt das, ich habe ihm nicht geholfen oder ich habe einem verwirrten Wanderer geholfen? Wie dem auch sei, habe ich deine Ausrüstung vom Turm nur das Nötigste. Bitteschön, ich glaube, ich werde gleich ohnmächtig, wenn ich das Zeug noch länger halte. Nehme Ausrüstung. Ja, wir haben Ausrüstung. Hey, Frigina, danke dir. Was hast du gestern Abend dort gemacht? Was meinst du? Oben im Norden. Warum warst du dort? Ich würde mich da draußen nicht herumtreiben, Kumpel. Ich musste ein Lagerfeuer wegen eines Rauches untersuchen. Oh Gott sei mir gnädig. Unangenehme Angelegenheit da oben, Kumpel. Warum? Luchse, Bären und... Sei vorsichtig da draußen, Kumpel. Ja, es ist spät. Geh nach Hause. Adieu. Tschüss. Auf Wiedersehen. Mach's gut. Bis dann. Auf Wiedersehen. Soll ich den Weg nach draußen zeigen? Hier runter geht's. Tschüss. Auf Wiedersehen. Mach's gut. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss. Scheiß Creep. Wollte ich irgendwas tun? Habe ich dem Wanderer jetzt geholfen? Der ist einfach nur in Richtung Pfeifen gegangen, ne? Ich habe so ein Gefühl, dass das immer passiert. Das heißt, wir müssen jetzt noch unseren Report machen. Und dann jieten wir uns mal gen Schlaf. Ich würde sagen, es ist windig, ne? Es sieht windig aus und neblig. Bei 24. Darf es nicht windig und regnerisch sein? Warum kann es nicht... Warum kann es nur eins sein? Okay, windig. Wir haben einem Hiker tatsächlich geholfen. Ich weiß nicht, ob wir ihm geholfen haben. Wir haben ihm geholfen, würde ich sagen. Der Dude. Cool. Nice. Sehr schön. Dann können wir eigentlich jetzt unsere restliche Lasagne fressen, oder? Das wäre jetzt so meine Intention. Ja, wunderbar. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Schlabber weg die Scheiße. Vielleicht lockt das Essen das Monster an, also besser nichts mehr essen. Ich kann ihm ja ein Geschenk hinstellen. Es darf gerne die Schale hier leer schlabbern. Okay. Ja, den Holzofen noch anmachen. Na gut. Kann ich mir nicht einfach 3-4 Hölzer hochnehmen? Dann muss ich mich immer nachts nach draußen, um den scheiß Ofen anzumachen. Oh, du hast mir gerade einen Herzinfarkt gegeben. Ich verstehe Einsamkeit. Ich kann dein Gehirn Tricks spielen lassen. Wie heißt du? Namen können verräterisch sein. Nenn mich Silas. Keine Angst, ich bin ein Arbeiter. Ich habe nur ein bisschen Routinearbeit auf dem Radioturm da hinten gemacht. Wir müssen uns versichern, dass jede Nachricht die richtigen Orte erreicht. Stimmst du nicht zu? Das ist richtig. Wir vertrauen auf Informationen über Feuersichtungen. So ist es. Absolut. Aber manche Feuer sollen brennen und keine Menge an Verhinderungen kann sie stoppen. Was meinst du? Natur hat ihre eigenen Pläne. Manche Dinge können nicht kontrolliert werden, egal wie stark wir es versuchen. Du klingst einfach wie der Kultistus Maximus, mein Bruder. Holy moly, ich sollte jetzt zurück zum Turm. Wird langsam spät. Wir sehen uns dann, Silas. Ja, Silas, bis dann. Hab eine gute Nacht, Jack. Hoffe, du schläfst gut. Auf Wiedersehen, Jack. Unangenehm. Unangenehm, der Boy. Silas, ey. Ein Servicearbeiter. Ich will ihm fast glauben, dass er wirklich einfach nur ein weirder Servicearbeiter ist. Einfach weil das Spiel so hart rein impliziert, dass der halt irgendwie evil ist, weißt du?
Da werde ich ihm fast den Benefit of the Doubt geben. Ich werde langsam richtig fix hier drin. Berichte haben wir gemacht, alles haben wir getan. Was? Ich bin da drin. Ja. Ja, klar, klar, mich versteckt oder so? Hi. Ja, ich bin hier. Hi. Ich bin runtergegangen, um Feuerholz zu holen. Ich bin Silas unten begegnet. Ja, ich bin Silas begegnet. Du kennst ihn nicht, oder, Connor? Was meinst du? Der Funkturm ist schon seit Ewigkeiten nicht mehr in Betrieb. Silas, du Stück Scheiße, hast mich angelogen. Er ist ein Trickster. Und mit wem habe ich dann da gerade gesprochen? Er kannte meinen Namen. Ich habe meinen Namen nie gesagt, oder? Toll. Gute Nacht, Ende der Durchsage. Was weckt mich denn diesmal in der Nacht? Ich muss mich noch unter Bett verstecken, ne? Das wird safe nochmal mit reinspielen. 2 Nächte später. 9:18 Uhr abends. Es riecht. Oh. Ja, sicher. Okay, danke für die Info. Das kriege ich hin. Wir haben dafür ja tatsächlich eine Konsole, in der wir einfach Update eingeben können, wa? Please enter the package update code. Das war dann check update. 3 Updates found in total. Filtering. Okay, habe ich hier den Update Code? Security Patch Version 45468. Das ist dann wahrscheinlich der Code, oder? Ne, Package Code. 4346084. 4346084. Ha! Aha! Träumchen. Aha. Okay. System is up to date now. Nice. Ist mein Generator unten ausgegangen? Lass mich raten. Oh, ey, krasse Lichteffekte. Strom war aus. Generator hatte kein Benzin mehr. Einfach, Ich kann nicht hoch. Warum kann ich nicht hoch? Es wurde kalt, ich musste pinkeln. Du kannst von oben pinkeln. Das hast du schon mal getan. Ach, wie nett. Freihändig sogar. Abspülen ist in den Dingern, ne? Ich war noch nie auf dem Dixi-Klo pinkeln. Wart ihr schon mal auf dem Dixi-Klo? Wie, ich muss gleich nochmal los Feuerholz holen, ne? Dann setzt ihr aber ein. Okay, gut. Black Screen ist gut. Eine Woche später. 2:30 Uhr morgens. Wir haben einen anderen. Was denn? Ja. Connor. Bro, was denn los, mein Bester? Wer ist nicht schon wieder ein Feuer da am Dings? Ich bin hier, Connor. Was ist los? Was ist denn? Aha. Was denn? Okay. Wo muss ich denn hin? Wieder am gleichen Ort? Ich meine, der gleiche Ort war ja da vorne irgendwo, ne? Ich sehe aber keinen Rauch, oder? Oh. 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 Say cheese! Ich will nicht schlafen! Achso, ich bin unter Bett, okay. Oh, bitte! Keiner da!
Haust du rein. Er ist da hinten noch. Was mache ich denn jetzt? Der ist da noch. Ist da. Ich musste fliehen. Oh. Hi. Ich hasse dich. Was mache ich jetzt? Ich mache wieder den Seitwärtsgang, damit bin ich einfach schneller. Hallo, hier ist voll der Kult. Es war verschlossen. No. Anmach, anmach und fahr, düse einfach. Oh, als das Adrenalin in mir einsetzte. Ich drückte aufs Gas und fuhr zur Park-Ranger-Hütte. Außer Atem funkte ich einen Alarm ins HQ. Hör zu, Jack. Wir sind alle ein bisschen verrückt hier draußen, antwortete Mitch. Was? Wir haben doch ein Foto von den Kapuzenträgern. Wir haben überlebt. Erfolgreich überlebt. Ich muss sagen, das Spiel war jetzt nicht so krass hurorig irgendwie, aber es war schon, also von den Assets und allem, von dem ganzen Feeling, was es katapultieren wollte da, was es rüberbringen wollte, ist das richtige Wort, war es schon sehr gut. Fand ich schon nice.